Besuch im Sozialkaufhaus in Windeck-Rosbach. Hier kaufen die, die nicht viel haben, Möbel oder Haushaltseinrichtungen. Für Alexandra Gauss ist es eine ganz wichtige Einrichtung im Ort, denn nicht nur die Gemeinde Windeck ist arm, auch viele Bürger sind es. Armut auf dem Land ist versteckt. Wir sehen hier keine Armut. Wir haben hier keine Obdachlosen-Szene wie in Köln oder große Kältebusse oder sonstiges. Bei uns, wir haben arme, stolze Menschen, die das sehr selten zeigen, aber trotzdem auch auf Hilfe angewiesen sind. Es sind nicht nur warme Worte bei einem Pflichttermin. Alexandra Gauss kümmert sich um den Verein. Sowas kannten die Ehrenamtler bislang nicht. Das erste Mal, dass ein Bürgermeister uneingeladen zu Windeck Hilf kam, um sich da mal zu erkundigen, was der Verein so macht oder was seine Tätigkeiten da sind. Am Wahlabend im November war die Überraschung groß. Schon im ersten Wahlgang konnte sich Alexandra Gauss als gemeinsame Kandidatin von Grünen, CDU und FDP durchsetzen. Zum ersten Mal wird eine Frau Bürgermeisterin in Windeck. Ich als Frau bin natürlich froh, dass wir hier in Windeck auch mal eine Bürgermeisterin haben. Und ich finde, die Frau Gauss ist eine Bürgermeisterin, die für jeden da ist. Sie kann mit allen kleinen Problemen und Sorgen umgehen, die Bürger ihr vorstellen. Die neue Bürgermeisterin ist in Windeck zu Hause. Ihre Heimat ist der Ortsteil Kuchhausen. Zum Wahlsieg haben sie die Bewohner gebührend empfangen. Als ich nach Hause gekommen bin, habe ich mich total gefreut, weil am Ortseingangsschild hing so Regierungsviertel. Unser Schlagbaum, wo immer ausgehangen wird, war die Pressestelle. Also das war ganz, ganz rührig. Ich glaube einfach, das war für viele, weil es ja auch so überraschend war, eine Freude. Lob kommt auch vom politischen Gegner. SPD-Ratsfraktionschef Dirk Bube findet, dass sie die Ratssitzungen besser leitet als sein ehemaliger Parteigenosse Hans-Christian Lehmann. Sie ist besser vorbereitet von der Seite her, im Detail besser vorbereitet. Wo der Herr Lehmann letztendlich da, ich sag mal, mehr im Großen das sah und nicht in die Details gehen wollte. Und das ist für uns als Ratsmitglieder sicherlich interessanter und verbindlicher. Auch nach 100 Tagen sei sie immer noch in der Bestandsaufnahme, sagt Gauss. Themen wie die neue Dattenfelder Kita oder die Instandsetzung der öffentlichen Gebäude stünden ganz oben auf der Liste. Besonders wichtig ist ihr aber, für die Bürger erreichbar zu sein. Als allererstes habe ich verändert, dass man mich anrufen kann. Dieses Telefon konnte man nicht intern oder extern anrufen, das war so geschaltet. Das ist für mich so ein kleine erste Veränderung, weil ich ja auch gerne erreichbar bin. Und manchmal sind die Bürger auch ziemlich irritiert, wenn sie die Bürgermeisterin direkt dran haben. Ihr großes Ziel ist es, Windeck aus dem Nothaushalt zu holen, um wieder selbst zu gestalten. Doch um das zu schaffen, braucht es mehr als 100 Tage.